Wir befinden uns hier im Afrika-Museum in Weißenbach bei Liezen. Hinter mir sieht man ja alte historische Fotos. Und diese Geschichte, diese Afrika-Geschichte des Herrn Wissmann, ist eine ganz alte. Die begann in den 80er Jahren des 19. Jahrhunderts, also 1890 herum. Da war er mit Paul Bocke zusammen zwei Weiße, die das Kongo-Becken bereist haben und die Zentralafrika durchquert haben. Und daraus entstand eine Freundschaft, das ist vielleicht auch das Besondere daran, zwischen dem afrikanischen Stamm der Bashilange und zwischen diesen beiden weißen Forschungsreisenden. Und aus dieser Freundschaft haben wir sehr viele Exponate und Stücke hier in Weißenbach. Die hat eben der Hermann Wissmann oder Hermann von Wissmann dann nach seiner Afrika-Karriere hier zusammengetragen und hier im Haus ausgestellt und aufgehängt. Und das ist jetzt bei diesem Museum auch die Sache, dass im Gegensatz zu üblichen Museen die Sachen vom Forschungsreisenden, vom Sammler selber hier zusammengetragen wurden, hier selber aufgehängt und ausgestellt wurden und er selber hier die letzten 6 Lebensjahre seines Lebens verbracht hat. Ja, da haben wir das alte Gästebuch, das sehr dick ist und wo noch sehr viele Einträge reinpassen. Der Einband ist wunderschön gearbeitet mit den Initialen des Hermann von Wissmann. Und es beginnt hier im Juni 1895. Die ersten Einträge sind in Berlin. Damals hat der Herr Wissmann noch in Berlin gelebt. Und man sieht dann, er hat es dann mitgenommen runter nach Afrika. Wir haben hier diese arabischen Schrifteinträge von Tansania und von Sansibar. Und dann geht es wieder zurück rauf nach Europa. Und wahrscheinlich hier diese Seite, 15.09.1899, das war dann schon hier im Haus in Weißenbach, wo er dann viele Gäste auch hatte, unter anderem auch seinen Co-Autor, den Willem Kunert, der ihm hier den Löwen reingezeichnet hat. Und mit diesem Kunert hat er auch Bücher gemeinsam rausgegeben.
hier sehen wir einen ganz besonderen Papagei. Sein Name ist Polly und der hat dem Buch nach oder der Geschichte nach den Hermann Wissmann auf seiner ersten Durchquerung von Zentralafrika begleitet und ihm dabei sogar das Leben gerettet. Also der Aufzeichnung nach eben so, dass Wissmann wieder mal mit Fieberschüben durch das Malaria da niedergelegen hat und auf einer Trage eben nur liegend transportiert wurde und Polly hat ihn mit Maden gefüttert und hat ihm so eben das Überleben gesichert und Wissmann war dann so dankbar, hat ihn mitgenommen nach Europa, den Papagei, und dann nach seinem Tod hat er ihn präparieren und aufstopfen lassen und seitdem hängt er hier in Weißenbach an der Wand. In the morning, thought you was a woman, but you was another man. All the girls around her say that she's coming, baby, that's why she can. Get back, back, back where honey once belonged. Get back, back, back where honey once belonged. Ja, und diese Geschichte der Forschungsreisen des Herrn Wissmann und des Herrn Bogge sind jetzt 130 Jahre oder 125 Jahre zurückliegend. Und aus dieser Freundschaft, aus diesem Dialog zwischen Europa und Afrika ist jetzt modern in der Jetztzeit ein Schulprojekt entstanden. Wir sind also nach wie vor im Kontakt mit den Nachfahren dieser Paschelange, dieses Stammes der Paschelange. Die haben uns besucht in Weißenbach und wir haben uns gemeinsam mit den Gemeinden überlegt, was kann man aus dieser alten Verbindung, aus dieser historischen Verbindung machen. Und da kam das Thema Bildung sofort in unsere Köpfe. Das Thema Bildung hatte damals 1880, 1890 auch schon eine große Bedeutung. Und das Thema Bildung für Afrika ist heutzutage natürlich auch eins der zentralen Punkte. Und deswegen hat sich das Projekt ABC, auch kurz oder die Abkürzung für Aktion Brücke in den Kongo, daraus entwickelt. Ein Schulprojekt mitten in Afrika, bei dem sich Schulen hier im Innstal, hier vor allem in unserer Region, toll engagieren und wir haben viele Events und einen Dialog zwischen Afrika und Europa, der vor 130 Jahren begonnen hat.